Nach einem halben Jahrhundert in der Öffentlichkeit ein ganz neues Gefühl. Uli Hoeneß hat sich neu erfunden. Immer wieder mal. Es war ein Leben vorne dran. Im Mittelpunkt. Beobachtet und beachtet. Immer in der ersten Reihe. Ein Phänomen, das man nur im Gegensatz wirklich erkennen kann. Beim großen Abschied sind es die großen Gesten von großen Spielern. Ein großer Rahmen, eine Herzensangelegenheit. Am 6. Juli 1970, es war ein Sonntagabend, bin ich von Ulm mit einem kleinen BMW 2002 losgefahren, um in die große Welt des FC Bayern einzutauchen. Vor lauter Aufregung habe ich in der Schellingstraße eine rote Ampel übersehen und einen Crash gebaut. Dann habe ich mir gedacht, das geht ja gut los. Wie ist die Geschichte wirklich gelaufen? Was ist die Wahrheit? Da kommt es auf den Blickwinkel an. Uli Hoeneß' letzter Vertrag als Spieler mit dem FC Bayern. Ein Kuriosum. Hoeneß hat das volle Risiko. Er wird nur pro Einsatz bezahlt. 10.000 Mark. Er spielt nicht oft. Vielleicht genau wegen des Vertrages. Und doch ist es ein Versuch, Neues zu gestalten. Die Vision eines 26-Jährigen. Und keine Erfolgsgeschichte? Ich wollte ganz klar demonstrieren, dass die finanzielle Seite, was man mir ja immer in den letzten Jahren vorgeworfen hat, der Hoeneß, der Millionär, der Hoeneß, der Großverdiener. Ich wollte den Leuten beweisen, dass mir das Geld jetzt nach den Verletzungen nicht im Vordergrund stand. Verschiedene Meinungen, verschiedene Wahrnehmungen, viele Versionen der Wahrheit. Einmal wurde gesagt, in einer halben Stunde hat er 10.000 Mark verdient. Die Woche drauf habe ich dann nicht gespielt, dann heißt es, er hat 10.000 Mark verloren. Jetzt muss wohl seine Frau demnächst wieder arbeiten gehen. Familie, ein Heiligtum, ein Anker für Hoeneß. Mit seiner Frau Susanne ist er seit seiner Jugend zusammen. Es war der Horror. Es war der Horror. Ein Frühstück mit Uli Hoeneß. Und das hat er mir so ein paar Tage vorher gesagt. Ja, und dann hat er immer gesagt, ja, die bleiben aber alle unten sitzen. Die bleiben alle nur im Wohnzimmer oder im Esszimmer. Bis ich dann die Leute aus meinem Schlafzimmer rausgeholt habe. Im Keller waren sie dann. Und dann haben die das ganze Haus angeschaut. Ich habe gedacht, ich bringe sie um. Die Gewinner eines Preisausschreibens bei Uli und Susi in der Doppelhaushälfte in Ottobrunn. Geschäft und Liebe beim jungen Hoeneß oft nicht zu trennen. Für die Exklusivrechte an der Eheschließung möchte er 25.000 Mark. Gekommen sind viele, gezahlt hat letztlich niemand. Als junger Spieler war er sehr geschäftstüchtig. Ne? Er hat ja alles Mögliche schon gemacht. Er hatte immer eine Ader auch für Finanzdinge. Damals hat man ja überhaupt nicht so viel Geld verdient, um später davon leben zu können. Also wenn man versucht hat, Zusatzeinnahmen zu generieren, dann hat man eben solche Dinge gemacht. Viele Dinge, die ich heute vielleicht nicht mehr machen würde. Er schreibt Autogramme. Nicht immer umsonst. Bis nach Ostfriesland zieht es den Münchner Kicker für eine Autogrammstunde. 6'6", he stood on the ground. Später sind die Unterschriften umsonst. Bleiben heiß begehrt. Uli Hoeneß in offizieller Mission, das ist oft ein Duo mit Karl-Heinz Rummenigge. Wir hatten dann am Anfang den Karl Hopfner als Finanzer dabei, der den ganzen Club auch organisiert hat. Und wir konnten, ich sag mal, wie so freischwebende Künstler im Universum des FC Bayern unser Wesen hoffentlich treiben und nicht unser Unwesen. Zwei, die Zügel des FC Bayern fest in der Hand halten.
in langen, gemeinsamen Jahren. Beginnend 1974 auf dem Platz. Ich wurde ihm sofort zugeteilt als Zimmernachbar. Damals gab es ja noch Doppelzimmer, gibt es ja heute gar nicht mehr. Und wir lagen dann fast, muss ich sagen, wie so ein altes Ehepaar im Doppelbett. Und dann haben wir immer abends schön der Alte geschaut, nach dem Essen. Ich brauche alles, was die freigelassenen Geiseln über den Mann in der Bank ausgesagt haben. Und Uli hat nebenbei immer so DIN A4-Blätter unterschrieben. Und irgendwann habe ich gesagt, was machst du da eigentlich? Da werde ich an den Kommissar Moment. Deutschland hatte gerade die Fußballweltmeisterschaft gewonnen und er hatte ein WM-Buch geschrieben und das hatte wohl offensichtlich unglaublich große Nachfrage. Und der Clou des Buches war, dass jedes Buch handsigniert war. Und das musste er dann natürlich dementsprechend leisten und hat dann im Trainingslager wie ein Weltmeister unterschrieben. Er ist ja auch Weltmeister und 1972 Europameister. Mit der Nationalmannschaft, die als spielerisch Beste aller Zeiten in Erinnerung bleibt. Um den Fußball der Zukunft mit seiner Taktik und seiner Spielweise zu verstehen und zu spielen, braucht man einfach Spieler, die auch mit dem Verstand spielen können. Im Fußball selbst war ich nicht so das Supertalent. Ich war jetzt nicht einer, der jeden Ball genau da in den Winkel schieben konnte, wie Günter Letzer oder Wolfgang Overath oder Franz Beckenbauer im Außenspann. Dafür ein unbändiger Ehrgeiz und Zielbewusstsein. Hoeneß bleibt bis 1972 Amateur, damit er bei den Olympischen Spielen dabei sein kann. Das ist auch der erste Kontakt mit einem späteren langjährigen Erfolgstrainer, Ottmar Hitzfeld. Im Verein heißt es Uli Hoeneß und Gerd Müller. In ihren ersten beiden Jahren schießt das Sturmduo zusammen 106 Tore. Auch in der Nationalmannschaft klappt der Doppelpass. Sehr schön, Hoeneß, das ist die Chance zum 2:0 und da ist es. Zwei Tore des Monats gelingen in einer Zeit ohne Nahaufnahmen. Er wird Pokalsieger und schnell berühmt. Und Hoeneß. Interessant immer wieder diese Vorstöße. Chance jetzt für Hoeneß. Das Tor ist leer. Was wird Hoeneß machen? 1:0 für den FC Bayern. Eine großartige Leistung bei diesem Konterzug. Heute würde man sagen, ein typischer Konterspieler, der wahnsinnig schnell war, sehr agil, körperlich ungemein robust und stark. Wenn er Raum hatte, dann war er brandgefährlich. Hoeneß. Ein Mann noch, einer ist bei ihm. An dem muss er noch vorüber. Der zweite kommt, jetzt legen sie ihn um. Nein, er macht sie alle fertig. Und ich muss ehrlich sagen, wenn es mir heute sportlich manchmal schlechter geht und ich ganz schwache Momente habe am Wochenende oder so, wir haben verloren, setze ich mich manchmal hin und schaue mir dieses Spiel noch einmal an. Wenn man im Sport von dem Begriff glücklich sein und Glück sprechen kann, dann in diesem Moment. Dreimal gewinnt Hoeneß den Pokal der Landesmeister. Dreimal die deutsche Meisterschaft mit dem Team, das die Basis der Münchner Erfolgsgeschichte ist. Vor die Alternative gestellt, Liebe oder Fußball, was würden Sie wählen? Muss ich und würde ich Fußball wählen. 1975, die Finalschlacht gegen Leeds United. Im Landesmeisterpokal. Hoeneß rechtes Knie wird am Meniskus schwer verletzt. Es folgen zwei Operationen, Schmerzen und ein geplatzter Wechsel zum HSV. Dass diese Untersuchung darin gipfelt, dass ich unter Vollnarkose eine Sonde in mein Knie geschoben bekommen soll, das war natürlich völlig unüblich. Die Hamburger wollen das Knie ganz genau untersuchen. Schon damals gibt Hoeneß nicht klein bei, geht den Weg über die Öffentlichkeit, Abteilung Attacke, schwingt mit. Jetzt frage ich den Herrn Netzer,
Wenn er zu mir sagt, er sei tief enttäuscht von mir, dann kann ich ihm dazu nur antworten. Im Moment ist nur er enttäuscht. Wenn irgendwas passiert wäre, dann wäre meine Familie enttäuscht. Und ich muss fragen, was ist wichtiger? Es ist eine vierjährige Leidensgeschichte. Er hatte permanent Probleme. Er konnte nicht normal trainieren während der Woche. Und am Wochenende war das ein einziges Torturum. Und dementsprechend war seine Karriere, die wie ein Komet dann nach oben ging, leider auch viel zu früh beendet. Es war auch klar, dass ich mir mit schon damals 23 Jahren darüber Gedanken machen musste, wie sieht dein Leben danach aus? Und damals habe ich schon begonnen, dem Robert Schwan, der ja Manager des FC Bayern war, über die Schultern zu schauen. Noch als Spieler verhandelt er mit seinen Kollegen wegen eines Albums von Fußball-Klebebildern für einen Kaugummi-Konzern. Fädelt für Bayern einen Trikotsponsor-Deal ein mit Magirus Deutz. Da kennt er den Generaldirektor aus seiner Ulmer Heimat. Mit dem Geld kann Paul Breitner wieder zurückgeholt werden. Ist, glaube ich, schon als Manager auf die Welt gekommen. Ja. Uli Hoeneß, unser Manager. Der eigentlich Betriebswirtschaft studieren will. In München wegen eines Malus für sein Abitur aus Baden-Württemberg, den Numerus Clausus nicht schafft. Also wird er mit 27 der jüngste Manager der Bundesliga-Geschichte. Ich werde auch in erster Linie versuchen, das Menschliche immer in den Vordergrund zu stellen. Die Bayern, ein Verein aus einer anderen Welt. 12 Millionen Mark Umsatz, 7 Millionen Schulden, 20 Angestellte. Hoeneß erster Arbeitstag. Endet früh. Da bin ich nach 2 Stunden nach Hause gegangen, weil keine Arbeit da war. Er war als Manager auch Freund. Ja, ich meine, wir haben ihn weiter geduzt und hat für die Mannschaft alles getan, damit am Ende des Tages die Professionalisierung beim FC Bayern Einzug hält. Gleichzeitig aber auch die, ich sage mal, dieses Familiäre, was ja bis heute auch speziell von ihm betrieben wird, auch weiterhin bestehen bleibt. Er ist ein Kümmerer. Er hat sich immer um seine Leute gekümmert, unterstützt, geholfen. Heute ist er eine Institution, aber damals war er eine große Respektperson, eine natürliche jüdische Persönlichkeit. Na, aber bloß damit. Okay. Das war jetzt ja rein Missverständnis. 6 Jahre sind die Bayern ohne Titel. Das lässt den jungen Manager nicht ruhen. Die von Hoeneß zusammengestellte Truppe um Rummenigge und Breitner wird 1980 deutscher Meister. 2 Jahre später der Absturz. 4 Personen sind in einem Flugzeug, nur einer überlebt. Uli Hoeneß, der nicht angeschnallt ist und rausgeschleudert wird. Wenn Sie das Bild des Flugzeugs sehen, können Sie sich nicht vorstellen, dass da jemand lebend rauskam. Dann kann man schon davon sprechen, dass ich Glück hatte. Ist die Erfolgsstory FC Bayern ohne den Baumeister Hoeneß denkbar? Wohl kaum. Der Workaholic stürzt sich gleich wieder ins Geschäft. Er war nicht nur besessen, er war unheimlich fleißig. Er hat Klinken geputzt. Das heißt, er musste sich erst mal ein Netzwerk aufbauen. Ja, das ist ihm nicht alles zugeflogen, sondern er war aktiv. Er war von morgens bis abends war für den FC Bayern unterwegs. Als ich ein junger Manager war, war ich natürlich schon einer, der die Ellbogen eingesetzt hat. Und war ein harter Verhandler? Ja. Manchmal habe ich mich totgelacht mit dem. Ich musste mal einen Vertrag mit ihm verhandeln und da waren wir zusammen in Urlaub auf der Seisser Alm. Und da ging es dann um 50.000 nach oben oder nach unten und wir haben uns nicht geeinigt. Wir haben uns verkeilt und ich bin dann irgendwann aufgestanden und gesagt, du kannst dir das ja überlegen, ich werde das jetzt nicht so akzeptieren, wie du mir das vorgeschlagen hast. Und dann am Abend haben wir trotzdem Silvester zusammen gefeiert. Also, es war, aber wir haben oft uns auch manchmal gefetzt, schon früher als er Manager und ich Spieler. Aber er hat trotzdem alles getan, dass ich lange beim FC Bayern blieb. Blumen für den Verein, Wahrheiten für die Spieler. Für das Talent Mehmet Scholl. Dann hat er gesagt, was mir zu Bayern München fehlt. Und das hat er mir schonungslos ins Gesicht gesagt. Du hast einen Körper wie ein 13-Jähriger, da gibt es viel zu tun. Du benimmst dich wie ein kleines Kind. Wenn Sonderschichten sind, bist du nicht dabei. Und hat mir das schonungslos gesagt und dann wusste ich, woran ich bin. Aber er hat halt in gleichem Atemzug auch gesagt,
Ich möchte gerne mit dir den Vertrag verlängern. 8-mal wird Scholl mit Bayern Meister, 5-mal Pokal, 1-mal Champions-League-Sieger. Er hat am Ende keinen Berater mehr gehabt. Wenn wir über Verträge gesprochen haben, haben wir das innerhalb von 10 Minuten erledigt. Und er ist damit gut gefahren und wir auch. Wen Uli Hoeneß in sein Herz schließt, für den tut er alles.